Und bei den ersten Versuchsreihen haben sie gesagt, gut, wir machen zwei Schlafzimmer, eines aus vollem Holz und ein anderes, das schaut genauso aus wie das aus vollem Holz. Das kann man heute wunderbar machen. Das Zauberwort heißt Laminat. Das ist Plastik mit auffotografierter Holzmaserung. Als Laie, nur mit den Augen kennen sie es gar nicht auseinander. Wenn sie dann draufklopfen und es angreifen, spüren sie sofort den Unterschied. Aber optisch ist das eine perfekte Imitation. Und dann haben die gesagt, und in diese beiden Zimmer legen wir abwechselnd unsere Versuchspersonen. Große Testreihen, nicht zwei, drei. Und die Versuchspersonen, die waren alte Menschen, junge Menschen, Männlein, Weiblein, alles, was die Menschheit zu bieten hat. Und bei den ersten Versuchen haben sie geglaubt, an ihren Testgeräten ist was kaputt. Weil sobald die Menschen ins Holzbett und in den Holzraum sich niedergelegt haben, hat sich das Bild des ganzen Organismus gewandelt. Und war ganz anders, wie wenn sie im Kunststoffraum gelegen sind. Ganz anders. Da ist nämlich was passiert, genau das, was wir, und darum habe ich es eingangs erzählt, was wir Menschen in der Evolution von den Bäumen geschenkt bekommen haben und woran sich offenbar alle unsere Körperzellen erinnern können. Wenn der Mensch sich nur mit Holz umgibt, mit Holz in seiner reinen Form, also nicht Chemie-Cocktail, sondern nur das, was in der Natur wächst. Nur das, was wir seit Jahrtausenden so gut kennen, sonst nichts. Dann kriegt der Körper ein ganz klares Signal. Das geht hauptsächlich über Moleküle in der Luft, über die Geruchsrezeptoren, die direkt mit dem ältesten Teil des Gehirns, mit dem limbischen System verbunden sind. Und dieser Hirnteil steuert unsere Gefühle. Das ist eine sofortige Durchschaltung. Und da kriegt der Körper die Botschaft, hier bist du sicher. Hier ist nichts, was Gefahr verkündet. Du kannst dein ganzes System auf totale Entspannung fahren. Du kannst tief schlafen und maximale Energie tanken für den nächsten Tag. Du kannst dich wirklich ausruhen. Und die, die im Holz geschlafen haben, haben sich in jeder Nacht eine Stunde Arbeit des Herzens erspart. Eine ganze Stunde. Das kann man sagen, ist eine Stunde Lebenszeitverlängerung pro Nacht. Gleichzeitig hat sich das ganze Immunsystem anders gezeigt. Stärker. Gesünder. Und kaum haben die den Menschen die nächste Nacht genommen und in die Holzimitation gelegt, hat der eine ganz andere Botschaft gekriegt. Weil unser Körper ist das feinste Messgerät, das es gibt. Der ist unglaublich sensibel. Aber Gott sei Dank kriegen wir das nicht bewusst, sondern unbewusst rein. Kaum geht der Mensch in so einen Chemie-Cocktail rein, kriegst du, wurscht, ob du Allergiker bist oder ein gesunder Mensch bist, völlig egal, bekommst du die Botschaft, hier ist etwas, das wir nicht kennen. Es könnte gefährlich sein. Und ein Teil unseres Betriebssystems geht auf Teilalarm. Da bleiben halt dann, wie bei der Feuerwehr, ein paar munter und passen auf, ob nicht doch was passiert. Und du hast immer so ein Dauerstressniveau. Und Dauerstress, das wissen wir, führt zu allem, was die Medizin als Krankheit bezeichnet. Also das wissen wir ja. Jeder entzündliche Prozess wird durch Stress angefeuert. Jede übertriebene Zellteilung, Herz, Kreislauf, letztlich auch die Allergien hängen mit diesem Dauerstress zusammen. Und das ist natürlich eine nahezu revolutionäre Forschungsreihe gewesen, der Medizinuniversität Graz. Und das Schöne dabei ist, dass es nicht, obwohl ich bitte, verstehen Sie mich ja nicht falsch, das ist nicht abschätzend, aber das Schöne dabei ist, dass es nicht vom Heilpraktiker mit langem Bart kommt, sondern dass es von der Schulmedizin kommt. Weil man bei solchen Dingen ja immer
so ein bisschen unterstellt, naja, die Naturromantiker. Spannend, gell? Wie Bäume mit unserem Organismus kommunizieren können. Und heute kann man sagen, der Mensch, der sich mit Holz umgibt, hat einen wesentlich besseren Schlaf. Also bei vielen Menschen wirkt es sich sogar so aus, dass Schlafprobleme unmittelbar aufhören. Und hat eben den wesentlich besseren Erholfaktor. Das habe ich nicht gewusst, das hat mir der Professor Moser erzählt. Das steht dann auch in dem Buch. Also das ist nicht dieses da, was da, das ist das, kommt nächste Woche erscheint es. Das heißt die sanfte Medizin der Bäume. Das Wesentliche ist, da gibt es Studien aus Amerika, die sagen ganz klar, der Erdenbürger hat im Durchschnitt seines Lebens 2 Milliarden Pulsschläge zur Verfügung. Und jetzt können Sie Glück haben und sagen, ich habe Großeltern mit einer guten Genetik, dann haben Sie vielleicht auf Ihrem Konto 2,2 Milliarden, wenn Sie starten. Und man kann Pech haben, dass man das die genetische Voraussetzung nicht so gut ist, hat auch 1,9. Aber der Durchschnitt ist 2 Milliarden. Das Wesentliche ist, es ist limitiert. Und wenn du jetzt dein ganzes Leben wie ein 16-Jähriger mit dem Moped Vollgas fährst, hochtourig, dann bist du halt schneller fertig. Und wenn du aber umgekehrt sagst, ich vertraue auf die Bäume, ich habe eh ein Leben am Tag im Beruf, das ist fordernd, das kann ich nicht ändern, aber wenigstens in der Nacht vertraue ich mich der Natur an, dann hast du bessere Karten. Kannst länger Moped fahren. Und das ist überhaupt sowas atemberaubend Spannendes. Na schau, jetzt sehe ich, dass da jemand mit einem großen Vollbart sitzt. Sie haben das sehr richtig verstanden, wie ich das gesagt habe. Wenn man sich mit den Bäumen beschäftigt, da gibt es so atemberaubend neue Erkenntnisse, dass ich die Ihnen einfach erzählen muss. Weil ich glaube, das ist wichtiger, als wir, dass wir jetzt darüber reden, wieso dieser Block den Weltrekord in Wärmedämmung markiert. Das ist auch wichtig, aber die Technik, die haben wir eh sofort. Da kriegst du dann einen Bauteilkatalog, dann wissen es für diejenigen, die es wollen, wie es geht. Aber das Wichtigere ist, dass wir den Baum verstehen. Wenn ich mich vor 10 Jahren hierher gesetzt hätte und Sie alle gekommen wären und ich hätte zu Ihnen gesagt, Bäume sind Lebewesen, die äußerst gesprächig sind, die sich gern untereinander unterhalten, die sich auch mit den Tieren im Wald unterhalten, weil es denen ja langweilig ist, weil sie das ganze Leben da stehen, und die natürlich auch mit mir als Mensch reden, wenn ich vorbeikomme, dann hätten sie gesagt, wem haben wir denn da eingeladen? Und diese Aussage, liebe Leute, die ist nach strengster wissenschaftlicher Untersuchung genauso haltbar. Kann man genauso machen. Bäume kommunizieren untereinander, sie kommunizieren mit den anderen Tieren im Wald und sie kommunizieren mit uns Menschen. Jetzt gehen wir es ganz langsam, ich versuche es ganz laienhaft zu erklären. Zuerst einmal, was ist Kommunikation? Damit eine Kommunikation vorhanden ist, braucht es einen Sender. Jetzt bin ich der Sender, weil ich rede jetzt da heraus. Es braucht einen Empfänger. Also wenn Sie mich hören, sind Sie der Empfänger. Und ganz wesentlich, es braucht eine Sprache, einen Code, den wir beide verstehen. Weil wenn die Sprache nicht da ist, ist es keine Kommunikation, dann ist es eine Reaktion. Wenn ich jetzt stumm hingehen würde und hau Ihnen auf den Kopf und Sie hauen zurück, dann haben wir nicht kommuniziert, dann habe ich was agiert und Sie reagiert. Das ist keine Kommunikation. Nein, das haben wir nicht. Das heißt, Kommunikation, damit man davon sprechen kann, braucht einen Code, den beide verstehen. Wenn ich Baum sage, müssen Sie wissen, dass das gemeint ist, der Baum, und dass ich nicht ein Haus meine. Wir müssen die gleiche Sprache verstehen, sonst gibt es keine Kommunikation. So. Wie kommunizieren Bäume? Ich muss sagen, Naturgeschichte war mein Lieblingsfach. Also jetzt darf ich nicht einen Naturgeschichtslehrer negativ erwähnen, der konnte es ja noch nicht wissen.
Unser Naturgeschichtsprofessor hat uns erzählt, Bäume holen sich die Nährstoffe aus dem Boden und die Wurzeln sind diejenigen, die die Fähigkeit haben, Nährstoffe aus dem Boden aufzunehmen, aufzusaugen. Stimmt nicht. Stimmt so nicht. Entschuldigung, dass ich Wasser drin. Danke. Wenn ich einen Baum nehme und die nährstoffreichste Erde, die es gibt, nehme und es so mache, wie es die Ärzte mit uns im Krankenhaus machen, und ich sage, das ist ein Lebensprozess, dass der Baum da wächst, jetzt mache ich alles ganz steril und desinfiziere bestens, wie es nur geht, und diese Humuserde komplett desinfiziere, damit keine Bakterien, Viren oder sonst was im Humus leben, und dann den Baum in diese sterilisierte, aber mineralien- und nährstoffreiche Erde hineingebe, wird der Baum hundertprozentig kaputt. Ich kann ihn gießen, wie ich will, er hat keine Chance zu überleben. Keine Chance. Weil der Baum, die Baumwurzel, die Haarwurzel, kein einziges Nährstoffmolekül aus dem Boden aufnehmen kann. Kann sie nicht. Damit die Nährstoffe in den Wurzel kommen, dieses Gewürz, da reden wir ja nur von den Feinteilen, aber die braucht der Baum auch zum Leben. Wenn sein Baum nur mit der Luft allein geht, es nicht. Er braucht dieses 1% des Bodens, dass der Prozess stattfindet. Er braucht den Katalysator. Damit es funktioniert, hat der Baum an jeder Wurzelspitze einen Pilz. Der lebt an dieser Wurzelspitze. Wenn der Pilz kaputt ist, ist die Wurzel hin. Also wenn Sie jetzt im Sommer, wenn im Juli wachsen die Pilze im Wald, die Schwammerl, die dort wachsen, die sind ein Promillsatz dessen, was an Pilzen im Boden ist. Und die sind nur eine kleine Freude für uns Menschen. Das viel Wichtigere passiert im Boden. Und dieser Pilz ist ein schleimiger Pilz an der Wurzel, der gleitet immer voraus in die Ritzen und Öffnungen und die Wurzel gleitet nach. Und der Pilz nimmt die Nährstoffe und füttert die Wurzel. Nur so kann es aufgenommen werden. Und der Pilz seinerzeit kann aber auch keine Nährstoffe aufsaugen. Der braucht die Mikroorganismen. In einem Teelöffel Walderde, Teelöffel, lebt rund 1 Million Bakterien und 10 Millionen Viren. In einem Teelöffel Walderde leben 11 Millionen Kleinlebewesen. Und jetzt wird es spannend, jetzt wird es wirklich spannend. Und der Baum kommuniziert per Code mit diesen Millionen und Milliarden von Kleinlebewesen im Erdboden. Wenn wir jetzt rausgehen würden in den Wald und ich habe eine Axt mit, das habe ich als Förster jahrelang gemacht, und ich sage, dieser Baum, wie es der Förster dort, der ist groß und am Ende seines Lebens, den ernten wir, dann haben wir ihn mit der Axt markiert. Das heißt, da hacke ich ihm ein Stück von seiner Rinde raus. Wisst ihr, was dann passiert? Das ist genau das Gleiche, wie was dem Menschen mit dem Messer ins Fleisch einschneidet. Dann ist er verletzt, der Baum schraut, au weh, ich habe eine Verletzung, und sage, ich habe ein großes Problem, weil hier ist mein Schutzschild offen. Hier könnten jetzt Bakterien und Pilze aus der Luft kommen, mein Holz angreifen. Das will ich nicht. Und aus diesem Grund bekommen die Kleinlebewesen alle Milliarden im Boden, unmittelbar nachdem ich die Wunde in die Rinden eingekockt habe, den Auftrag, hallo ihr unten, ich brauche jetzt nicht mehr Futter zum Wachsen, ich brauche jetzt Wundversorgung, ich muss Harz bilden. Und augenblicklich servieren die dort unten eine ganz andere Mischung von Nährstoffen, nämlich die, die für die Harzproduktion oben versorgt, benötigt wird. Das kann man heute biochemisch alles nachweisen. Ist das nicht fantastisch? Der kommuniziert mit dem ganzen Bodenlebewesen. Und wenn Sie Gärtner sind, wo ist denn der Mirko? Sag nicht. Da ist er, Mirko. Wenn du einen Baum versetzt, dann erkennen wir das alle, hat einen Versetzungsschock. Und dieser Versetzungsschock, der dauert ein Jahr. Sagt man, nächstes Jahr wächst er dann. Aber im ersten Jahr hat er einen Versetzungsschock. Der Versetzungsschock, wenn ich einen Baum nehme und wo ich hinsetze, der kann noch so gut gehätschelt werden, der wächst im ersten Jahr nicht gescheit. Wissen Sie warum? Na eh klar, der kann die Sprache nicht von denen, wo er jetzt ist. In Österreich haben wir in jedem Tal einen anderen Dialekt.
Und wenn Sie einen Wiener nach Vorarlberg schicken und den dort aussetzen und ins Geschäft schicken, der kriegt nichts, weil ihn niemand versteht. Drum haben, aus diesem Grund haben wir Österreicher auch begriffen, dass wir Hochdeutsch lernen müssen. Aber die Bäume sprechen nur ihren lokalen Dialekt. Und der Baum ist erst nach einer bestimmten Zeit in der Lage, die Sprache der Bodenlebewesen vom neuen Boden zu sprechen. Wenn der Mirko einen Baum in einen Garten setzt, und dann hat er einen Versetzungsschock, dann kann er die Sprache nicht. Und er nimmt ihn noch 14 Tage oder noch einen Monat und bringt ihn zum alten Platz zurück. Dann hat er am alten Platz wächst er sofort weiter ohne Versetzungsschock. Weil da sagen die alten Freunde, hey du, servus, die verstehen wir ja, jetzt bist du wieder da. Da kann der wieder die Sprache. Und dann hat es Versuchsserien gegeben. Dann hat man diese Bäume in die Fremde versetzt. Und nach einem Jahr konnten sie dort wachsen und alles wunderbar klappt. Und dann waren manche Forscher so gemein, haben es genommen und gesagt, und jetzt setzen wir es wieder zurück. Wissen Sie, was dann passiert ist? Bäume sprechen keine zwei Fremdsprachen. Dann haben sie es leider wieder vergessen und mussten dort wieder von vorn anfangen. Aber innerhalb der Vergessenszeit kann man zurücksetzen, er wächst weiter. Spannend. Ist einfach spannend. Und in dieser Tonart geht es durch das ganze Pflanzen- und Tierreich. Ich war Förster in einem Tal mit 10.000 Hektar Waldfläche. Und da sind Millionen von Bäumen gestanden im Karwendelgebirge. Großer Ahornboden, kleiner Ahornboden, das war mein Försterrevier. Im Winter waren wir da wochenlang eingeschneit, früher war noch keine Lawinenverbauung da drinnen. Eine schöne Gegend ist das. Und im Sommer, da sind über das Karwendel ganz schwarze Wolken gekommen und plötzlich hat es gekracht und duscht und die schweren Sommergewitter sind niedergefahren und der Blitz ist niedergefahren. Und wenn der Blitz in einen großen Baum einschlägt, das ist wie eine Explosion, da reißt es große Holzfetzen raus und der steht dann der Arme da. Und das Schlimmste ist aber, dass meistens die Ladung in den Boden runterfährt und an den Wurzelspitzen das Leben verbrennt. Und das kostet einem dann Das kostet ihm das Leben, weniger wie die Holzfetzen, die es aus dem Stamm rausreißt. Und das war für mich immer spannend. Nach so einem Gewitter bin ich manchmal zum Blitzbaum hingegangen. Und ich habe das ganze Jahr in meinem Wald keinen Borkenkäfer gesehen oder ganz selten einmal einen. Der Borkenkäfer, das ist so wie ein Stecknadel, Kopf groß, das ist was Kleines, die doch durch die Luft fliegen. Aber das sieht man ganz selten. Aber wenn der Blitz am Baum getroffen hat, waren am nächsten Tag an diesem Baum Tausende und Abertausende. Und ich bin drunter gestanden und gesagt, wo kommt ihr her? Wer hat euch gerufen? Wo wart ihr vorher? Wieso können die aus der ganzen Talschaft diesen Baum sofort finden? Wie riechen oder kriegen die das? Welcher Messgerät, welcher Radar haben die eingebaut? Und wenn sowas passiert, der Borkenkäfer ist ja kein Schädling. Der Borkenkäfer ist ein Nützling, weil der lebt im Wald, in einem gesunden Wald, in einem ökologischen Gleichgewicht. Macht überhaupt keinen Schaden. Und nur wenn der Blitzeinschlag hat, der Borkenkäfer die Aufgabe, da heißt es, da ist einer, der ist so in seiner Vitalität geschwächt, der gehört entfernt. So macht die Natur das. Und deshalb kommen die alle. Und dann bohren sich die Löcher in die Rinde. Und der Baum sagt, ein Käfer, der reinbohrt, der bringt mich um, das will ich nicht. Und die Ersten, die reinbohren, da fließt das Harz raus und die ersticken. Aber das macht ihnen nichts, die ersten 1000 werden geopfert und dann geht dem das Harz aus und dann bohren wir weiter. So funktioniert das. Und nachdem er in seiner Vitalität geschwächt ist, geht die Rechnung des Käfers auf. Wissen Sie, was passiert, wenn der Borkenkäfer so einen Baum anfällt? Innerhalb von ganz kurzer Zeit, von einer halben Stunde, von einer Stunde, wissen alle Bäume in einem Umkreis von 50, 60, 70 Meter, was da geschieht. In allen Bäumen rundherum wird das ganze biochemische Programm umgestellt und die produzieren sofort Borkenkäferabwehrmittel. Die hören zu wachsen auf. Die interessieren sich nicht mehr für Wachstum, für Wettbewerb, für schneller oben sein, was sie sonst ihr Leben lang tun. Die machen Borkenkäferabwehr. Die wissen das. Die verständigen sich. Aber 200 Meter weiter, wo es nicht mehr gefährlich ist, machen die das nicht. Da wachsen sie wieder.
Und da gibt es ganz genaue Botschaften, in dem Fall sind es Duftbotschaften, die von Baum zu Baum weitergegeben werden, ganz klar mit der Botschaft, mit der Information. Ich werde vom Käfer befallen, tu was dagegen. So geht es durch das Pflanzenreich. Und so kommunizieren Pflanzen auch mit uns Menschen. Ganz eindeutige Botschaften, die in unserem Körper sofort was auslösen. Und das ist der Grund, warum Menschen, solange es es gibt, immer schon von den Bäumen und ihrer wunderbaren inneren Chemie unglaubliche Schätze bekommen haben.